Ich lese gerade dieses Buch hier, und zwar ist das die Mutterglück-Lüge, Regretting Motherhood, warum ich lieber Vater geworden wäre, von Sarah Fischer aus dem Ludwig Verlag. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und das Buch ist quasi entstanden. Es gab doch vor einer ganzen Weile diese, ich weiß nicht, paar 20 Frauen, die gesagt haben, dass sie es bereuen, Mutter geworden zu sein. Das war, ging ja ein Aufschrei durch die Medien. Und die Autorin, sie sieht es nicht ganz so krass, aber sie spricht ganz offen die Sachen an, die ihr am Muttersein einfach nicht gefallen. Wo sie sich auch manchmal fragt, ob es richtig geworden ist, Mutter geworden zu sein. Und ich finde es gut, dass es offen angesprochen wird, weil dann fühlt man sich nicht alleine, denn ich glaube, viele Frauen stellen sich irgendwann im Laufe der Zeit, gerade am Anfang, diese Frage, ob das wirklich so eine gute Idee ist, ob man eine gute Mutter ist, all sowas. Und ich wollte so eine Art Lesetagebuch führen. Immer wieder, wenn mir was auffällt beim Lesen, wollte ich gerne die Kamera in die Hand nehmen und darüber erzählen, was ich so darüber denke, über dieses Thema Regretting Motherhood. Erstmal zum Anfang, also die Autorin, wir unterscheiden uns in ein paar Punkten. In einigen Punkten sind wir gleicher Meinung, ähneln wir uns. Also erstmal hat sie ihr Kind recht spät bekommen. Ich glaube, sie war schon 40. Und ich habe meine beiden Kinder ja sehr zeitig bekommen. Und bei ihr war es auch so, ein Kind hätte nicht zwingend sein müssen. Also sie hatte auch schon mal einen Punkt in ihrem Leben, wo sie mit dem Thema komplett abgeschlossen hatte. Für mich war das immer Bestandteil meiner Zukunft. Also das war immer, ich wollte immer Kinder haben. Ich habe mir immer gesagt, ich muss nicht mal unbedingt einen passenden Mann dazu haben. Kinder werden auch so groß, das habe ich an mir gesehen und meiner Schwester. Aber zu meiner Zukunft gehörten immer Kinder. Ich konnte mich nie ohne Kinder sehen. Mindestens zwei Stück sollten es auch sein. Ja, und ich habe meine Kinder ja rechtzeitig bekommen. Außerdem ist sie eher eine Karrierefrau, was ich nie war und auch nie werden wollte. Für mich, wenn ich wählen müsste, stände die Familie an erster Stelle und dann kommt meine Karriere. Von daher bleiben bei mir auch einige Konflikte, mit denen sie zu kämpfen hat, außen vor. Weil es geht jetzt zum Beispiel, ist soweit ihre Tochter ist 6 Wochen alt und sie fängt wieder an zu arbeiten. Und das stellt sie natürlich vor. Einige Schwierigkeiten auch, gerade auch was die Gesellschaft zum Beispiel denkt. Und ja, das Problem habe ich sozusagen einfach auch gar nicht. Und sie spricht aber so Dinge an, wie dass man sich selbst als Mutter, nee, dass man sich selbst als Frau verliert, als Person, dass man eine Zeit lang einfach nur Mutter ist. Gerade im ersten Jahr ist das ganz, ganz schlimm. Gerade auch im ersten Jahr ist es eine große Belastung für die Beziehung, was ich auf jeden Fall so unterschreiben kann. Das war bei uns auch so. So zu Vinns ersten Geburtstag hatten wir eine absolute Wende, sage ich mal. Da ging es von steil bergab, dann auch wieder bergauf, weil wir uns einfach zusammengerissen haben. Und es ist eigentlich schön zu lesen, dass es anderen Frauen auch so geht. Und sie spricht halt ganz offen an, dass es auch offen angesprochen werden sollte. Aber die Gesellschaft legt uns Grenzen einfach auf in. Ja, sie hat halt gewisse Vorstellungen, wie Mütter sein sollen. Und wenn man von dieser Vorstellung abweicht, hat man selbst einfach das Gefühl zu versagen. Wenn man aber davon ausgeht, dass es völlig normal ist, wäre es doch viel, viel einfacher für uns. Und deswegen finde ich dieses Buch richtig, richtig gut bisher. Mir gefällt auch ihr Schreibstil. Sie schreibt auch, dass sie schon ein anderes Buch rausgebracht hat zu einem ganz anderen Thema. Ich denke, das werde ich danach auch lesen, einfach weil mir gefällt, wie sie so schreibt. Genau. Und ich werde euch jetzt mitnehmen, während ich dieses Buch lese und bin gespannt, was ich so in der Zeit noch entdecken werde und erzählen werde. Ich habe gerade was ganz Tolles gelesen. Wenn man wie ich auf YouTube sein Leben und seine Mutterschaft so der Öffentlichkeit präsentiert, ist man sich bewusst, dass man sich entblößt auf einer gewissen Art und Weise. Und sich Kritik einfach stellen muss. Und das geht natürlich prominenten Persönlichkeiten erst recht so. Und sie hat hier ganz gut geschrieben, eine anonyme Öffentlichkeit, was Zuschauer in unserem Fall nun mal einfach sind, weiß immer besser als die Mutter des Kindes, was gut für dieses Kind ist. Und egal, was die Mutter tut, es ist falsch. Und bei einem Großteil, finde ich, passt es auch einfach. Also es ist jetzt nicht auf euch gemünzt, weil ihr unterstützt mich, also der Großteil von euch, eigentlich sehr, sehr gut in dem, was ich tue, dass ihr lasst mich machen, wie ich denke. Und viele von euch finden es gut, dass ich so ehrlich bin und auch sage, was jetzt nicht perfekt ist, dass halt wer ab und zu mal schreien muss, dass ich nicht stillen muss. Das ist einfach nicht die perfekte Vorstellung von einer Mutter,
so bin ich halt einfach auch nicht. Ich habe letztens einen schönen Spruch geschrieben, dass echte Personen nicht perfekt sind und dass perfekte Personen nicht echt sind. Genau. Und ich möchte echt sein und das bedeutet in meinem Fall, dass ich eben nicht perfekt bin. Aber was bedeutet perfekt oder wer setzt die Maßstäbe für perfekt? Die Gesellschaft. Und ganz ehrlich, die Leute, die diese Maßstäbe setzen, sind im Grunde auch nicht perfekt. Das sind so, wie eine perfekte Mutter sein sollte, aber nicht wie wie eine Mutter ist. Eine Mutter ist einfach nicht perfekt in den Linien, die ihr die Gesellschaft aufdrückt. Und das ist doch einfach ganz, 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 ganz schlimm. Das setzt eine Mutter unglaublich unter Druck und lässt sie zweifeln, obwohl das eigentlich im Grunde der Normalzustand ist. Der Großteil der Mütter ist einfach so. Er hat Zweifel. Er kann nicht alles perfekt machen. Perfekter Haushalt. Immer das Kind bei sich haben. Das Kind nie schreien lassen müssen. Stillen natürlich. Aber stillen nur ein halbes Jahr. Nicht länger, weil das ist dann schon wieder unnormal. Dazu hat übrigens letztens, gestern war das, glaube ich, habe ich auf Instagram bei Löckchen Zauber einen guten Post gelesen, weil sie ihre Tochter, die ist jetzt über ein Jahr noch stillt. Und ja, einfach leben und leben lassen ist wieder so dieses Thema. Aber ja, das hatte mich beschäftigt und fand ich, hat sie gut geschrieben. Ich habe noch ein paar Gedanken zu dem Buch. Also sie schreibt halt, dass man oder dass Frauen nicht offen darüber reden, dass sie halt manchmal verzweifelt sind, dass sie sich die Frage stellen, ob sie eine gute Mutter sind, ob sie überhaupt hätten Mutter werden sollen. Also ich muss sagen, bei mir im Freundeskreis ist es nicht so krass. Wir reden da schon offen rüber. Ich habe drei Freundinnen, die da wirklich auch offen drüber geredet haben. Gerade, dass sie am Anfang, die ersten Wochen, viel geweint haben. Dass sie sich halt wirklich gefragt haben, ob das so das Richtige ist und so. Also das geht wirklich. Und dann nochmal zu dieser, was ich letztens schon gesagt habe, dass man im ersten Jahr auch mit dem Partner natürlich, dass sich da auch einiges ändert und man auch mal härtere Zeiten hat. Das hatten wir ja. Und jetzt macht es gerade ein befreundetes Pärchen von uns durch. Aber ich finde es halt gut zu wissen, dass es anderen auch so geht, weil dann weiß man, das ist zum Beispiel nichts, was das, also dann weiß man, es ist nicht so, dass man nicht Mutter sein kann, sondern dass es einfach vielen, vielen Müttern so geht, dass sie diese Sinnkrise vielleicht haben und auch, dass man nicht als Pärchen versagt hat oder dass man nicht füreinander bestimmt ist, sondern dass das auch einfach eine Phase ist, dass das was ist, was andere Paare auch durchmachen. Und das finde ich wichtig zu wissen. Deswegen, wenn ihr nicht so jemanden habt, der da offen und ehrlich mit euch drüber redet, obwohl ich finde, dass das zur Freundschaft dazugehört, dass man auch sowas einfach auch zugibt, dann solltet ihr dieses Buch lesen, weil dieses Buch zeigt euch, dass man halt nicht alleine ist. Das ist völlig normal, es so zu fühlen. Ein sehr interessantes Thema, was sie auch angesprochen hat, wo ich auch meine Meinung zu sagen wollte, ist, wie das dann ist mit der Arbeit für Mütter. Es ist ja fast unmöglich, als Mutter eine 40-Stunden-Stelle anzunehmen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich dann, ja, dass die Kindergartenzeit einfach nicht ausreicht, um dass ich eine 40-Stunden-Stelle annehme. Und da hat man wieder so dieses Gesellschaftliche. Wenn eine Mutter eine 40-Stunden-Stelle annimmt, ist es schon wieder so, du vernachlässigst dein Kind und so. Wenn aber die Männer 40 Stunden arbeiten gehen, ist das völlig in Ordnung. Es ist immer so dieser Zwiespalt, was sie auch immer wieder aufgreift, dass es für Männer so viel einfacher ist und dass es da halt noch so einen großen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Genau, also für Mütter ist es fast unmöglich, eine 40-Stunden-Stelle anzunehmen. Ich müsste es auch jetzt nicht unbedingt haben, sag ich mal, weil ich habe auch Kinder, um Zeit mit ihnen verbringen zu wollen. Und wenn man wirklich die Kinder nur früh im Kindergarten abholt, sie abends wiederholt und dann hat man ja nicht mehr viel Zeit, bis sie ins Bett gehen, das wäre für mich persönlich jetzt auch nichts. Aber wenn man in Teilzeit arbeiten gehen möchte, dann ganz, ganz selten in dem Beruf, den man gelernt hat. Also so geht es auch mir, dass ich in dem Beruf, den ich gelernt habe, keine Teilzeitstelle gefunden habe. Und so geht es auch ganz, ganz vielen anderen. Und diese Teilzeitstellen, ja, wenn du wirklich Karriere machen willst oder wenn du aufsteigen willst, wenn du dich verändern willst beruflich, wenn du irgendwie ja einfach wirklich in der Rangfolge ein bisschen höher steigen möchtest, das ist in Teilzeit eigentlich so gut wie nicht möglich. Also die Berufskonzepte für Mütter, das funktioniert einfach noch nicht. Also man müsste für Mütter viel, viel mehr 30-Stunden-Stellen schaffen und damit aber auch die Möglichkeit geben, dass sie in ihrem gelernten Beruf arbeiten können und halt nicht nur als
Putzfrau oder im Büro, sondern wirklich einen Beruf, den sie gelernt haben. Und dass es auch in Teilzeitstellen Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dass Frauen halt nicht so extrem benachteiligt werden. Es fängt natürlich beim Gehalt natürlich an. Im Endeffekt werden Frauen schon im Vorhinein dafür bestraft, dass sie eventuell irgendwann mal Kinder bekommen könnten. Und es geht dann halt so weiter. Also für mich, wie gesagt, nach Vince war es ja so, dass ich auch nur Teilzeitstellen dann angenommen habe. Und bei Svea bin ich jetzt 1,5 Jahre ja zu Hause. Und danach wird es auch wieder nur eine Teilzeitstelle werden. Aber diesmal habe ich mir vorgenommen, mich halt nicht mit weniger zufrieden zu geben. Also nicht in einen Beruf zu gehen, den ich eigentlich gar nicht gelernt habe, der mir eigentlich gar nicht Spaß macht, sondern auch in Teilzeit versuchen, etwas zu finden, was mich glücklich macht. Und dafür habe ich jetzt quasi 1,5 Jahre Zeit, da hoffentlich was zu finden. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, mal sehen, aber es werden garantiert nicht mehr als 30 Stunden werden, weil das mit den Kindergartenzeiten A nicht hinhaut und B, weil ich natürlich auch irgendwo noch was von meinen Kindern haben möchte und nicht nur von Montag bis Freitag arbeiten gehen möchte, meine Kinder kaum sehe und dann alles irgendwie so ins Wochenende stopfen muss. Das wäre mir persönlich nichts. Aber da würde mich eure Meinung mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Die Autorin hat gerade sowas wie kündliche Früherziehung angesprochen. Also das ist ja da ganz, ganz viele verschiedene Kurse gibt, wo man schon ja, fast direkt nach der Geburt hingehen kann und alles Mögliche beim Kind fördern kann. Motorik und, keine Ahnung, das Sprachvermögen und weiß der Kuckuck nicht. Bei uns, also wir wohnen ja recht dörflich, deswegen gibt es gar nicht so viele Angebote. Und wenn, ich könnte sie auch gar nicht wahrnehmen. Im Moment sind wir sowieso ständig unterwegs mit Arztterminen und Einkaufen und, keine Ahnung, ständig ist irgendwas. Wir hätten überhaupt gar keine Zeit dafür. Dieses einmal die Woche zum Rückbildungskurs zu gehen, das schaffe ich gerade mal so. Und schon da kommt man mit Müttern recht gut ins Gespräch und kann sich schön austauschen. Wobei es nicht so intensiv wird, dass ich es jetzt sagen könnte, es ist so wie im Buch beschrieben. Also, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt von den Müttern und auch irgendwie der Meinung ist, dass es nicht so ganz alles der Wahrheit entspricht, was sie sagen. Weil das wird in dem Buch angesprochen. Also sie meidet solche Kurse, weil sie mit den Müttern dort einfach nicht zurechtkommt. Wie gesagt, bei uns gibt es solche Kurse nicht. Und wenn es sie gäbe, ich würde vielleicht sowas machen wie Babymassage, Babyschwimmen, wenn es ein bisschen näher wäre. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber alles, was dann schon so in die Richtung geht, musikalische Früherziehung und so, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich die Zeit hätte und das Angebot da wäre und vielleicht eine Freundin mitkommen würde, könnte ich es mir vielleicht eventuell vorstellen. Aber so Termine, gerade vormittags, setzen mich eher unter Druck, weil, Svea steht halt erst um 9 Uhr morgens auf und dann wird es echt schwierig, vor 9:30 irgendwo zu sein. Und in ihrem Alter finde ich es jetzt auch noch nicht so wichtig. Also Vince mit seinen fast drei Jahren geht dann nach den Sommerferien das erste Mal zu einem Sportkurs einmal die Woche. Und das, finde ich, reicht auch, wenn man dann anfängt und dann guckt und auslotet, was den Kindern einfach gefällt, auf was sie Lust haben und nicht, was den größtmöglichen Nutzen für sie später irgendwann mal hat. Ich frage mich gerade, ob man sich wirklich gravierend ändert, wenn man Mutter ist, so vom Wesen her, von der Persönlichkeit. Und zurückblickend, klar hat man ein bisschen was an Hobbys oder Leidenschaften aufgegeben, aus Zeitmangel, sag ich mal. Aber so gravierend würde ich jetzt behaupten, hätte ich mich nicht geändert. Aber ich glaube, das müssen andere Menschen beurteilen. Ich glaube, selbst einem selbst fällt das sehr schwer. Und dann war gerade das Thema Freundinnen. Wenn man selbst schwanger ist und Freundinnen nicht, dass sich oft Freundschaften verlieren, das hatte ich zum Glück auch noch nicht. Meine beste Freundin ist sehr, sehr jung schwanger geworden und wir waren danach immer noch befreundet. Und als ich schwanger war, wir hatten manchmal Schwierigkeiten, natürlich, dass einige kinderlose Freunde nicht verstanden haben, dass wir zeitlich einfach eingeschränkter waren, dass wir uns öfter bei uns treffen mussten, dass wir schauen mussten wegen Vince Mittagsschlaf und solchen Sachen. Das war bei Vince noch der Fall. Mittlerweile bei Svea haben die meisten unserer Freunde auch Kinder oder wissen jetzt, wie das bei uns läuft. Also da haben wir überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass wir gute Freunde haben, dass wir verständnisvolle Freunde haben. Ja, ist euch das passiert? Also sind Freundschaften kaputt gegangen, weil eure Freundin schwanger wurde oder ihr und das halt einfach nicht mehr gepasst hat?
Es geht gerade so ein bisschen um Konkurrenzkampf unter Müttern. Das habe ich selber zum Glück noch nicht erlebt, dass man sich so unterbietet, seit wann das Kind sprechen, laufen kann, trocken ist. Zum Glück gab es das bei uns noch nicht. Aber hier gab es so ein schönes, das wollte ich euch vorlesen, weil das fand ich recht gut. Kindererziehung ist ein explosives Thema und jeder, der Kinder anders erzieht, als man selbst es für richtig hält, wird als Angreifer gewertet, den es zu vernichten gilt. Ja, also das habe ich bisher zum Glück nur hier auf YouTube kennengelernt, aber nicht so in meinem Alltag. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber und ich verstehe es auch einfach nicht. Klar kann jeder seine eigenen Ansätze haben, aber es ist doch kein Wettbewerb oder jeder kann es doch so machen, wie es ihm passt und wie es dem Kind vor allen Dingen bekommt, weil das ist ja im Grunde dann am Ende das Wichtigste, dass es den Kindern gut geht. Wie ich das bewerkstelle, ist doch dann im Grunde meine eigene Sache. Also es ist was ich nicht verstehe, aber vielleicht auch, weil ich es noch nicht erlebt habe und selber einfach nicht der Mensch dafür bin, weil ich finde neue Ansätze immer spannend, um dann zu schauen, ob das auch was für mich ist. Und selbst wenn nicht, einfach sich das anzuhören, wie das bei anderen geklappt hat. Ja, also so wettbewerbsmäßig bin ich selbst nicht eingestellt. Und kann ich nicht verstehen, warum das andere Mütter sind. Weil, also wahrscheinlich müssen sie sich halt eine Bestätigung dann durch ihre Kinder holen, aber das ist doch eigentlich traurig. Also ich kann abschließend sagen, dass ich es nicht bereue, Mutter geworden zu sein. Also in dem Buch wird ja auch erklärt, dass sie ihre Kinder lieben, aber sie hassen es, dass sie sich selbst verloren haben, dass sie vielleicht ihre Arbeitsvorstellungen, die sie hatten, nicht in die Wirklichkeit umsetzen konnten. Und deswegen bereuen sie es, Mutter geworden zu sein. Nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieben, sondern weil es einfach hinten raus nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Also, ich liebe meine Kinder und natürlich hat es sich beruflich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich bin da auch immer noch in der Findungsphase und habe jetzt 1,5 Jahre Zeit, um zu schauen, was ich beruflich aus meinem Leben mal machen möchte, auch mit meinen Kindern. Aber es ist natürlich ein großes gesellschaftliches Problem, dass Mütter extrem stark eingeschränkt sind, gerade auch beruflich. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Und noch viel, viel gespannter bin ich jetzt auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen, auf eure Meinungen. Und ja, ich hoffe auf einen regen Austausch und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!